Ich heiße euch willkommen, ihr lieben Leute, und begrüße einen jeden von euch zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. Folge 8 bietet für uns wahrscheinlich mal wieder ganz viel Horror, aber ich habe mich vorbereitet und ganz genau, ihr habt mich dabei ertappt, wie ich wieder dieses wundervolle Gemälde hier betrachte, dieses Mädel, wie es sich da so kraftvoll an einer Stuhllehne festhält. Ja, das hat mir Kraft gegeben. Diese ausdrucksstarke Geste hat mir Kraft gegeben und ich gestehe es wirklich ein. Es sind einige Tage seit der letzten Aufnahme vergangen und ich war leicht seelisch lediert. Ich habe gedacht, ich gucke mir dieses Bild ein paar Stunden an und versuche mir, die Kraft dieses Mädchens innezuhalten. Und das hat funktioniert. Und ich fühle mich jetzt wirklich gerade gewappnet. Jetzt kann alles auf mich zukommen. Ich habe keine Angst mehr. So, das ist mein Versprechen zu Beginn. Und in dem Sinne geht es auch direkt weiter. Ich will jetzt gar nicht mehr groß rumpalavern, sondern erstmal hier die Schubladen schließen. Denn da sammelt sich ja nur Staub. Komm, jetzt mach mal zu. Geht nicht, geht nicht. Ach, und nach wie vor, ihr seht das. Meine ganze Netzhaut ist noch mit Blut besudelt. Das rührt von meinem Suizidversuch noch her. Denn die Erfahrungen im Zerlegungsraum, die haben mich ja wirklich, das war. Bah! Also dieser Kampf, das. Ne. So. was war denn hier noch? Wir haben zu viele Sachen im Inventar und ich will mal ganz kurz hier ein bisschen aussortieren. Und das mache ich am besten, indem ich mal. Den Hundekopf, den brauchen wir, um gleich rauszukommen. Aber hier Schießpulver. Können wir das verarbeiten? Wir können das bestimmt verarbeiten. So, komm. Nee! Wir können gar nichts. Das ist schon mal gut. Anzufangen und nicht zu können, gefällt mir. Schießpulver weg. Kraut. Ich will doch kein Kraut mit mir führen. Aber hab ich jetzt nur noch einen so einen leckeren, probiotischen Drink, ja? Den ich mir über die Arme kippen kann. Nee, Flintenmunition. Ich habe zu wenig Munition, fällt mir auf. Wie wäre es denn, wenn wir mal was ganz Gewagtes probieren? Wollen wir das mal gleich zu Beginn machen? Ich habe ja zwei Psychotikum. Wollen wir das einfach mal einmal... Alle bewegen, eines bewegen, zack. Wollen wir es mal einnehmen? Dann soll man ja angeblich kurzfristig die Sinne geschärft kriegen und dann Objekte einfach aufspüren können. Das klingt gut. Ich habe mir gerade... Oh nee, es war ja die alte Dame da, ne? Oh! Wenn ich schon den Hinterkopf sehe. Also... Bevor es losgeht, eine Sache will ich euch noch sagen. Ihr wollt mich ja auch besser kennenlernen, ich will euch ja besser kennenlernen und deshalb so. Wir sind ja auf du. Und es gibt drei Dinge, die ich hasse. Drei Dinge, die sind mein Kryptonit. Das ist einmal an erster Stelle, beziehungsweise das heißt kein Ranking, es sind die drei Dinge sind gleichwertig. Kreuzkümmel, Lakritz und garstige alte Menschen. Dritteres sehen wir dort. Ich weiß nicht, ob sie garstig ist, aber sie ist alt. Und damit ist schon mal eine Prämisse erfüllt. Und ich weiß nicht, wie ich mit umgehen soll. Die ist echt eklig. Nee, du willst mich schocken, oder? Und ach so, ich will jetzt auch fortan nicht mehr so viel Nonsens reden, sondern versuchen auch die Atmosphäre ein wenig mehr wirken zu lassen. Deshalb stellt euch darauf ein, dass ich ein wenig sittsamer und wortkarger vielleicht auftrete. Das werde ich wahrscheinlich eh nicht umsetzen können, aber ich versuche es zumindest. Um die Atmosphäre... Ja, also... Wer setzt die denn überhaupt hier hin? Ach, die hat einen Rollstuhl, die kann doch selbst hierher fahren. Aber warum hier? Warum hier? Ja, ich gehe mal ganz kurz in die Haupthalle. So. Liebe Leute, ich setze mir mal hier so ein Ding hier in die Futterluke rein. Sie sehen eine Zeit lang die Objekte, die Position von Objekten. Wo denn? Da. Das ist außerhalb, liebes Spiel. Auch hier innerhalb irgendwie. Ach, oben, guck mal an. Das ist doch fein. Das ist doch fein. Guck mal, hier ist ja anscheinend alles fein. Schießpulver. Da noch was? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwie noch mit irgendjemandem Bekanntschaft machen hier. Habe ich nicht so Bock drauf. Ich wollte jetzt eigentlich gerade mal ganz gemächlich so weitermachen.
Da ist noch was. Hier nichts. Das. Was ist denn da noch? Was war das? Ich hab's nicht gesehen. Schießpulver, nee, das haben wir. Kraut. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich gar keinen Platz mehr. Das ist schlecht. Ich muss noch mal ganz kurz mein Inventar leeren. Aber hier war, glaube ich, sonst eh nichts, ne? Doch da, da hinten. Das ist außerhalb. Das ist alles außerhalb. Also wir kommen also gleich noch raus, wahrscheinlich, ne? Ach ja, wir müssen ja auch raus. Unser Ziel. Voll angeekelt, dass ich raus muss, aber ich will ja raus. Was hält mich denn hier überhaupt? Hallo, ich muss ganz kurz meine Kiste füllen. Das kann ich gut. Kisten füllen kann ich gut. Mit allerlei tollen Dingen. Schieß sie da jetzt rein, komm. Voll am Verschwenden, meine Psychotikums. Ich will mal ganz kurz hier Kräuter weg. Und hier das große Dingens und das Dingens hier und den Hundekopf hole ich mir auch gleich. Ich gehe mal ganz kurz hoch und ja, der Anfang ist jetzt gerade ganz karg, aber es muss ja sein, ne? Ich muss ja mit geschärftem Sinn mir hier erstmal Munition anschaffen. Denn ich glaube nicht, dass wir gleich verschont werden, wenn wir hier das Haus verlassen. Zumindest schätze ich das Spiel einfach mal so ein, dass es ganz hinterlistig mit meinen Gefühlen spielt. Da komme ich nicht lang? Nee, das ist der Schlangenraum. Scheiße das, ne? Hier noch was Schönes. Ah, Gott. Hier ist ja gar nichts. Tatsächlich alles eingesammelt? Ich habe alles eingesammelt. Okay, gut. Liebes Geläut, ich glaube, wir gehen mal hier runter kurz. Oh! Ich hoffe, meine Sinne bleiben noch ein bisschen länger geschärft. Denn anscheinend ist draußen noch was zu entdecken. Dann gehen wir mal raus. Ich muss doch nur den Hundekopf holen, dann gehen wir raus. Also mich hält hier jetzt nichts mehr drinne. Warum ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit? Ich fühle mich hier so ein bisschen eingeengt. Und unser Held, der stöhnt sich einen ab bald. So. Dann holen wir uns mal den Hundekopf und stecken ihn da ganz schön in das dafür bedachte Klüftchen in der Tür. Jetzt komm mal her, du. Der rote Köder wird jetzt eingesetzt. Ha! Und schon sehe ich, sind meine Sinne nicht mehr geschärft. Ja, das ist klar. Gut. So. Ich will mal eine Waffe haben. 6 Schuss. Super. Hallo. Wir sind draußen. Aber wir haben ja gesehen gerade, das ist der positive Effekt des Psychotikums gerade gewesen, dass hier irgendwo Sachen sind. Und zwar nicht wenig. Deshalb, ich guck jetzt erst. Hey, lass mich mal! Alter! Ey, Spiel! Ich komme nicht! Was ist hier los? Hier war was am Fenster. Jetzt mal beim Fenster gucken. Nee, da ist was. Was ist das? Heilige Gral oder? Hey! Ein Dietrich. Habe ich den jetzt eingesammelt? Moment mal. Da raschelt's doch irgendwo im Geäst. Oh, mir ist unwohl. Antike Münze. Spaltmittel. Hier waren noch mindestens 16 Sachen, ey. Kraut. Biotonne. Das? Aha! Aha! Reparatursatz. Wo brauchen wir den? Jetzt voll die tollen neuen Sachen. Hä? Da oben. Ein Reparatursatz für defekte Schusswaffen enthält eine begrenzte Zahl von Einsatzteilen. Na, sowas. Was klappert denn hier? Noch durch? Ist hier wieder eine volle Kiste, ey. Hier ist ein volles Inventar. Du! Boah, eklig.
Was ist das, eine Putte? So ein kleines Engelchen? Das ist ja eklig. So, wer stellt sich sowas auf einen Treppenabsatz? Kranker Scheiß. Das ist eine Psychopathenfamilie. Sich hier Gipsjungen hinzustellen, ist ekelerregend. Ich höre auch andauernd Schritte. Ich will doch nur einsammeln. Schießbar. Ich bin immer wieder voll gefüllt, ey. Kann das sein, dass er langsamer läuft, wenn er zu viele Sachen trägt? Das ist ja wie hier bei Skyrim oder sowas, ja? Überladen. Nur weil er seine Hosentaschen voll Schießpulver hat. Kenne ich aber. Ich trage auch gerne mal so ein paar Knallteufel in der Tasche mit. Die sind ganz schön schwer. Wenn du so eine Handvoll hast, brichst du dir was. So, jetzt muss man ganz schnell Schießpulver wegmachen. Und zu viel Kraut, ne? Nee, aber ich muss mal ein bisschen Kraut mitnehmen. Was ist das denn eigentlich? Die kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um die wieder nutzbar. Was ist... Wer will sowas? Reparaturset. Also die Pumpkin nehme ich auf jeden Fall mit. Den Dietrich. Oh. Skorpionschlüssel. Will ich auch behalten. Ich weiß ja nicht, wo die nächste Tür davon ist, oder? Oder ich... Nee, ich lass den mal weg. Wenn ich ihn brauche, hole ich ihn wieder. Und sonst Flintenmunition. Kann ich die Flinte nochmal... Kann ich nicht noch nachladen, ne? Nee, ne? Das ist das schon... Also dann bin ich leider nicht wirklich sehr flexibel, was meinen Tascheninhalt anbelangt. Ich hoffe, dass da noch eine Erweiterung kommt, oder? Bestimmt. Ganz bestimmt. So. Ey, ihr macht aber auch alles echt bedrohliche Geräusche. So, waren hier noch irgendwo schöne Sachen? Hier haben wir noch nicht geguckt, ne? Und am Anfang hat er auch so einen schönen Lampenäumel gehabt. Wo ist der hin eigentlich? Dieses, wisst ihr? Ich hätte hier gerne mal ab und zu ein paar Areale besser beleuchtet. Guck mal hier ein Aufsitzmäher. Das ist schon mal was. Ey, an der Stelle von Ethan würde ich fortan nur noch mit dem Meer rumfahren. Alles andere ist hier zu unsicher. Was ist das denn? Pillen. Vor allem davon würde ich mir natürlich was reinpfeifen. Pillen, die hier offen liegen. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Mannequin-Kopf hier in einer Kloschüssel und die ist mit Stacheldraht ein bisschen umwoben. Und das hier? Zu wendendes Objekt. Hier muss ich keine Chemikalien. Ist das eine Bombe? Nee. Irgendein Schließmechanismus anscheinend. Den ich hier öffne und dann in dieses Gebiet reinzukommen. Das ist wahrscheinlich jetzt ein neuer Hausabschnitt. Moment mal, ich gehe lieber mit gezogener Waffe voran. So, wir haben hier noch den Trailer. Kommen wir da rein? Erstmal draußen gucken. Was ist das denn? Flüssige Chemikalie, sehr gut. Können wir? Wir können, ne? Zack. Genau das wollte ich gemacht haben. Ach, apropos. Nee, wir haben noch genug Energie. Wir sind zwar leicht verwundet. Wahrscheinlich irgendwo uns ein Splitter eingefangen, aber das soll uns nicht daran hindern, weiterzukommen. Okay. Ist ein Safe Room? Da ist eine Pistole drin, ne? Antike Münze. 9. Was 9? Kann ich da eine Münze reinstecken? Ach nee. 44 Mac. 4 Rücken und hohe. Mannstoppwirkung? Ich will Mannstoppwirkung sagen. Ach, das Bild kennen wir. Das ist niedlich. Für sie ist es zu spät. Warum? Bisher war es doch noch nicht so schlimm, was mit denen ist, ja? So, mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mir herausfinden. Wer hat das geschrieben? Irgendjemand, der wahrscheinlich hier in diesem Trailer gewohnt hat. Boah. Ja, ich weiß nicht.
geschmackvolle Einrichtung ist immer was anderes. Und über hier diese Post-it-Zettel, ja? Entweder hier wollte irgendjemand, hat irgendjemand was untersucht oder hat die Person mit der Demenz zu kämpfen gehabt, vielleicht vergesslich gewesen. Hier noch irgendwas Schönes? Da oben? Nee, das ist nichts, oder? Nee, okay, gut. 8 Stück habe ich doch nicht. Wir brauchen mal mehr von den Münzen auf jeden Fall. Hier können wir Tapes angucken. Hier können wir auf Toilette gehen. Auch nicht schlecht. Eine defekte Pistole. Wir haben ja ein Reparaturset. Können wir das hier benutzen? Speichern können wir auf jeden Fall. Geht das? Hier, ne? So, eine relativ kraftvolle Pistole. Sie ist in einem schlechten Zustand, aber scheint noch brauchbar zu sein. Zack. Und jetzt ist sie richtig brauchbar. Nur schusstechnisch ist auch nicht das Beste. Egal. Wir haben eine neue Waffe. Guck, die liegt gut in der Hand. Und wir können dann nur noch eine weitere Waffe freischalten, wenn wir denn 8 Münzen hätten. Aber die haben wir, glaube ich, nicht. Zumindest vermute ich, dass wir mit 6 nicht weiterkommen. Wir brauchen also noch ein paar mehr. Und bevor wir die nicht haben, lohnt sich auch nichts, da was rein zu werfen, ja? Dann behalte ich die Münzen lieber. So lange. So, ist da noch was? Ha! Also ich hoffe, der gehört eher Zoe als hier eine Margaret, oder wie hieß sie? Die Mutter. So, was ist hier? Ach, okay, hier sind noch mehr. Stabilisierer hört dauerhaft nach was? Nachlade, was? Ich konnte es nicht lesen. Hier oben, ne? Nachladegeschwindigkeit. Und das hier? Stabilisierer hören dauert die maximale Gesundheit. Das ist ziemlich cool. 3, 5. Wir brauchen echt viel mehr Münzen. Ich würde ja am liebsten die Waffe haben. Ich glaube, ich spare aber. Oder ich hau mir die Steroide ein erstmal. Erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit. Heißt dauerhaft auf ewig, also permanent. Nachladegeschwindigkeit brauche ich nicht. Ich lade schnell genug an. Aber ich glaube, ich hole mir mal hier. Ne? Nein, ich wollte eigentlich. Ach komm, scheiß drauf. Das Ding hole ich mir hier. Okay, komm. Kann ich das jetzt holen? Die will ich! Okay, wir müssen auf jeden Fall fortan mehr Münzen sammeln. Und die kann ich mir jetzt spritzen, oder? Stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. So, das heißt, wir sind jetzt stärker. Hoffentlich. Maximale Gesundheit erhöht. Sehr gut. Gibt's sonst noch was? Speichern könnten wir. Mach ich mal ganz kurz. Mach ich jetzt mal ganz kurz hier im In-Game. Normalerweise nicht so gerne. Dann mache ich das immer so offscreen-mäßig, aber jetzt, weil ich noch ein bisschen weiterspielen will. Ich hätte jetzt sagen können, Cut. Aber wir haben noch nichts erlebt, wir haben Sachen gesammelt. Das ist sehr spannend. Interessiert wahrscheinlich niemanden. Moment. Wer will da was von mir? Hallo? You made it. The first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. Okay. Ich horche. Our bodies are contaminated. Ach, echt? I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. Ooh. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. All right. Okay. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Was mit ihrer Mutter Margaret oder was? Natürlich nehme ich es mit. Ich nehme es mit jedem auf.
Erst recht mit so einer alten Frau. Das alte Haus, soll ich... Wie, ist das jetzt eine Aufforderung gewesen, zum alten Haus zu gehen? Wo ist das? Hier? Nee, das ist das neue Haus anscheinend, wo wir rausgekommen sind. Oder hier vorne vielleicht. Moment, ich guck erstmal, ne? Wobei, da komme ich wahrscheinlich noch nicht rein. Da muss ich ja irgendwas einsetzen. Vielleicht kriege ich das ja beim alten Haus. Guck mal hier. Kann ich da vielleicht Pillen reinstecken? Nee, ne? Nee, kann ich hier nicht verwenden. Schade! Ich guck noch einmal ganz kurz, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Gibt's hier noch irgendwas? Boah, und hier windet es ganz penetrant mal ein bisschen, ne? Da kann man nicht durch. Dann gucken wir mal hier. Da ist anscheinend tatsächlich ein weiteres Haus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt sitzt ein Haus in den Sümpfen, ehrlich. Puppen, die hängen. Oh. Meine Fresse, ist das eklig. Hier waren wir mit Mia in dem Tape, ne? Ist das der Ort? Na dann. Prostmahlzeit. Wenn hier schon die Kisten sind, die wir öffnen können. Moment mal, habe ich Inventarplatz? Ich hoffe doch. Oh, Munition. Ivan, das Ohrenkneifer ist ja abartig. Noch irgendwas hier zu finden, oder? Anscheinend nicht. Ich habe eine geile neue Wumme. Ich fühle mich echt stark gerade. Ich fühle mich wie so Rock im Kindergarten. Ich glaube, da kann ich die normale Pistole nehmen, oder? Wobei, ist ja egal. Sind die gleichen Schüsse? Ja, ne? Nee, unterschiedliche Munition. Okay. Dann nehme ich erstmal meine schwächere Waffe lieber. Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Was? Warum 8. Februar? Was ist mit 8. Februar? Warum 8. Ach hier, 8. Februar. Okay, das. 8. Februar 1802. Also 1802. Wurde da das Haus gebaut hier? Dann ist es verdammt alt. Für die Zeit ist es echt in einem sehr guten Zustand. Also bezugsfertig, könnt ihr gleich jeder rein, ne? Ja. Nee. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Und darf ich da lang gehen schon? Ich sterbe doch hier gleich. Meine Güte, ist das kacke, das Haus. She's upstairs. Don't go up. Ah! Kann ich hier runter? Wo soll ich denn lang gehen? Hier sind überall... Monster, Wesen, Insekten. Muss ich laufen? Oh! Alter! Oh! Lass mich in Ruhe! Ey! Oh, oh Gott! Tür zu! Oh! War ich
ich gerade mit halbem Bein im Grabe, ja? Alter, hab ich mich verirrt gerade. Ich wusste ja nicht, dass sie so schnell zuzwicken. Karte des alten Hauses. Okay, hier sind wir reingekommen. Eingang, Wohnzimmer, Salon. Esszimmer, Keller, Wasserspeicher und die Galerie. Kann man denn da noch mehrere Etagen? Ein erstes Obergeschoss gibt es hier. Also nur eins ist Zimmer für Hausarrest, Kinderzimmer, kontaminierter Raum und Altar. Klingt alles nicht sehr schön. Aber anscheinend haben sie auch die gleichen Bilder wie im Haupthaus aufgehängt. Die haben dir wahrscheinlich sehr gefallen, die Bilder, ja? Hier waren wir mit mir. Oh, brauchen wir jetzt wieder dieses Holzspielzeug? Der giftige Räuber, das Gemälde zeigt einen im Netz gefangenen Schmetterling. Brennergriff. Okay. Dann haben wir also schon mal einen Griff. Was ist das hier? Flintmunition. Und nicht genug Platz für die Chemikalie. Was machen wir da am besten, liebe Leute? Wir können auch nichts kombinieren. Das ist doch Mist. Nahrungsergänzungspillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Wir müssen wahrscheinlich hier nochmal zurückkommen dann. Aber ich habe jetzt gerade keinen Platz für die Chemikalie. So leid es mir tut. Ein Safe Room. Ah, mit Kiste. Gott sei Dank. Liebe Leute, Gott sei Dank. Ich glaube, ich lasse den. Nee, ich nehme den Dietrich lieber mal mit. Den Kraut lasse ich hier. Die Pillen lasse ich hier. Ich lasse den Dietrich doch sonst auch nochmal hier, ne? Zack. Was ist da oben? Eine Uhr. Und. Ach, sehr cool. Na, sowas. Das wollte ich sehen. Das gefällt mir. Das macht mich glücklich. Und damit kann ich die Folge auch erstmal beenden an dieser Stelle. Ja. Ein sehr intensiver Moment für mich. Eben gerade mit den Insekten habe ich mich wirklich, obwohl es erwartbar war, dass die mich angreifen, habe ich mich richtig krass verjagt. Und ich glaube, es wird nicht besser in der nächsten Folge. Und deshalb hoffe ich, dass ihr alle gleich dann auch nochmal in die nächste Folge reinguckt vielleicht. Und bis dahin nochmal schön kommentiert, liked und sonst was macht, ja? Das wäre schön, das wäre wirklich herzallerliebst. Das würde mich so freuen. Und habt was gut bei mir. So, das war's und wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei Resident Evil 7. Und bis dahin, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.